Seid gegrüßt, Freunde, und willkommen zu meinem neuen Let's Play-Projekt Aquanax 2 Revelation. Damals ein Meilenstein 2002 rausgekommen von Massive Development. Das war, glaube ich, der Entwickler, Publisher war Joe Wood. Sind so Namen, die man, glaube ich, heute sehr wenig noch hört. Oder so gut wie gar nicht mehr hört. Aber mit dem Spiel haben sie auf jeden Fall was richtig, richtig Gutes rausgebracht. Ist für mich persönlich auch heute noch ein Meilenstein. Auch jetzt, wenn es über ein Jahrzehnt her ist, ist es heute wirklich noch ein richtig gutes Spiel. Mit einer sehr, sehr guten, dichten Atmosphäre. Mit super Dialogen, die super vertont wurden. Und das einfach im Großen und Ganzen natürlich hier und da ein paar Schwächen aufweist, aber überwiegend durch das Gesamtbild einfach wirklich überzeugt. Im Großen und Ganzen komplett überzeugt. Ich möchte jetzt aber auch gar nicht zu viel verraten. Worum geht es? Wo befinden wir uns? Was wird genau gemacht? Was wird passieren? Ich weiß es halt selber nicht mehr so ganz. Ich habe jetzt nochmal testweise reingespielt, einfach aufgrund von Grafikoptionen und Steuerung etc. Habe ich mir das alles angepasst. Dementsprechend steht hier auch schon Spiel fortsetzen, also nicht wundern. Dementsprechend würde ich sagen, nicht lang schnacken, Kopf im Nacken, neues Spiel, auf geht's. Freut euch. Es gibt viele Geschichten aus dem Land ohne Himmel und es war, als ob meine Großmutter sie alle gekannt hatte. Großmutter Drake erzählte mir, dass in einem solchen Land kein Stern der Hoffnung scheinen könne. Keine Sonne des Lebens und kein Mond der Liebe. Es sei denn, die Menschen selbst würden zum Licht in der Dunkelheit. Eine Geschichte konnte ich als Kind gar nicht oft genug hören. Es war die heldenhafte Geschichte eines sehr klugen Mannes, der in den von Katastrophen heimgesuchten Zeiten der Ozeanisierung lebte, als die Menschheit ihr zerstörtes Zuhause verlassen musste, um in den Meeren ein finsteres und qualvolles Dasein zu fristen. Dieser Mann, ein gewisser MacGregor, war ein Wissenschaftler und Erforscher der Tiefsee, aber auch einer der letzten Propheten dieses Planeten, der die Grenzen des Geistes nach letzten unheimlichen Wahrheiten erkundete. Ich stellte mir immer wieder gerne vor, dass jener Mann ein Vorfahre meiner eigenen Familie gewesen war. Alles begann damit, dass er im 22. Jahrhundert unserer Zeitrechnung am Strand von Nordschottland einen rätselhaften Fund machte. Ein handtellergroßes Geschöpf mit dem Aussehen eines Pfeilschwanzkrebses. Der Wissenschaftler nahm das Geschöpf mit in eines seiner Laboratorien, um es zu untersuchen. Was er dabei herausfand, war so unsagbar fürchterlich, dass es ihn anscheinend wahnsinnig vor Angst und Sorge machte. Er und sein Mitarbeiterstab versuchten es zu verbrennen, aber es brannte nicht. Sie versuchten es mit einem großen Hammer zu zerschmettern, aber es widersetzte sich. Natürlich bedrängte ich meine Großmutter wieder und wieder, mir zu erzählen, was denn nun das Fürchterliche an jenem Ding war, woraufhin sie ihre Stimme senkte und flüsterte, es war aus Fleisch, Gold und einem schwarzen Metall gemacht, das es auf der Erde gar nicht geben dürfte. Und es konnte sich vermehren. Wehe dem Mann, der diese Geschöpfe finden wird. Wehe ihm, denn es wäre nach der Sage sein Verderben. Die Vorstellung, dass dieses Ding in den Weiten der Meere lauerte und sich vermehrte, verschaffte mir zahllose Nächte voller Albträume. In meinen Tagträumen sah ich mich als heldenhafter Forscher, der eine Art Geheimwaffe gegen diese schauderlichen Geschöpfe entwickelte, um sie damit für immer zu besiegen. Ein einziger Mensch könne mit seinem Geist die Welt verändern, sagte Großmutter dazu, ob im Guten oder im Schlechten. Und es läge bei jedem selbst, diese Wahl zu treffen. Ein einziger Mensch kann in der Mehrheit sein, wenn das Recht auf seiner Seite ist. Jener Wissenschaftler besann sich auf andere Arbeiten und entwickelte die Grundlagen der gesamten U-Boot-Technologie kommender Jahrhunderte. Ohne ihn hätte es vielleicht gar keinen Fortschritt des menschlichen Lebens in die Ozeane gegeben. Ich hatte Angst vor den schwarzen Wassern des Ozeans, aber ich sehnte mich auch danach, dieser Trostlosigkeit zu trotzen, um ähnlich wie jener Wissenschaftler Dinge zu entdecken und Abenteuer zu erleben. Genauso wie die tapferen Söldner, von deren irrwitzigen Heldentaten Großmutter zu berichten, nicht müde wurde. Ich war 9 Jahre alt, als uns die Nachricht vom Tod meiner Mutter erreichte. Damals leitete sie das Familiengeschäft Drake Enterprises, das als Transportunternehmen eine stolze Flotte von Frachtschiffen vorweisen konnte. Piraten enterten ihr Schiff bei Cap Horn. Ihr Leichnam wurde nie gefunden. Mein Vater Alonso Drake, ein Geborener de Granada, war seit dem Tod meiner Mutter ein Mann mit gebrochenem Herzen, der uns 3 Jahre später ohne eine Abschiedsnachricht verließ, um in den Weiten der Weltmeere sein Glück zu machen.
Ich konnte nie verstehen, warum er seinen einzigen Sohn und das Geschäft im Stich gelassen hatte. Großmutter behauptete, er sei zusammen mit seinem Bruder verschwunden, einem ebensolchen Glücksritter. Aber ich befürchtete, sein rastloses Blut geerbt zu haben, denn ich begann mich immer mehr nach den Abenteuern der Ozeane Aquas zu sehen. Meine Großmutter nannte ihn nur noch einen Abenteurer ohne Verantwortungsgefühl, der den Fußstapfen eines Engels auf dem Meeresgrunde folgte, was ihre poetische Umschreibung für den nackten Wahnsinn war. Sie übernahm das Geschäft, das bereits in den letzten Zügen lag. Die Aufträge blieben aus, Finanzpartner zogen sich zurück und das Schicksal der Drake Enterprises war besiegelt. Ich wurde erwachsen und arbeitete als Pilot des letzten noch verbliebenen Frachters, der Harvester. Meine Albträume verschwanden allmählich. Die Tagträumereien von einem Leben als Abenteurer jedoch waren mir geblieben. Wir konnten unseren kostspieligen Wohnsitz in Neopolis nicht mehr halten und es verschlug meine Großmutter und mich in den Pazifik, in die gefährlichen und unsicheren Gewässer der nördlichen Tornadozone, wo ich die verstreuten Stationen und Habitate mit chemosynthetischem Eiweiß und anderen Nahrungsmitteln belieferte. Nach dem Tode meiner Großmutter beschloss ich, William Drake ebenso der Spur des Engels durch die Ozeane zu folgen, der Rastlosigkeit meines Vaters nacheifernd. Ich beschloss, der Held meiner eigenen Geschichte zu werden. Ein Mensch, der versuchte, einen Teil der Welt zu verändern und der den Geheimnissen Aquas wie jener Wissenschaftler auf den Grund gehen wollte. Und noch etwas hatte mich meine Großmutter gelehrt. Es sind die Dinge hinter den Dingen, welche die Wirklichkeit ausmachen. Dein Standort darf nie zu nahe an dem Geschehen sein. Den ganzen Berg siehst du nur aus der Ferne. Ich wollte kämpfen, wie die Söldner aus den Geschichten meiner Großmutter. Vielleicht würde ich eines Tages vor den Mördern meiner Mutter stehen. Vielleicht könnte ich dieser elenden Welt ohne Himmel ein wenig Licht spenden und in ihr ein wenig Hoffnung finden. Aber vielleicht war ich ja auch nur ein harmloser kleiner Bengel, der, wie meine Großmutter immer behauptete, ohne Grund mutig und ohne Verstand zuversichtlich war. Ein Fisch ohne Flossen. Ein bedauernswert junger Mann ohne festen Stand, auf dem Weg ins sichere Verderben. Harvester, Frachter der Drake Enterprises. Hey! Hey! Verdammt! Das ist ein internationales SOS! Ich habe hier doch ein Schiff auf meinem Scanner! Meldet euch! Hier ist die Bantha 7! Hallo! Bantha 7? Hören Sie mich? Ich habe hier ein Notsignal empfangen. Mein Name ist William Drake. Hier ist Captain Hank Bellows. Mir ist die verfluchte Bilge vollgelaufen. Die Stabilisationskammern meines Bootes fallen aus. Ich habe keinen Auftrieb mehr. Egal, wem ich den Hintern küssen muss, lange halte ich und meine Familie nicht mehr durch. Keine Panik, Senor Bellows. Ich helfe Ihnen. Nenn mich Hank, das spart Zeit. Wo bist du? Westlich von Ihnen, Hank. Aber wir haben einige ziemlich üble Kampfverwerfungen hier. Ich kann nicht drüber weg. Ich gebe deinem Bordcomputer meine Daten durch. Du musst wahrscheinlich durch den Canyon. Ich wollte doch nur eine Abkürzung finden, weil der Pazifik hier vor Piraten nur so wimmelt. Jetzt sitzen wir hier fest. Du kannst uns abschleppen, Drake. Ich komme mit dem Frachter nicht durch den Canyon durch. Hast du keinen Scout oder sowas? Beeil dich doch. Gut, ich werde mit meinem Boot zu Ihnen kommen, Hank. Zuerst muss ich aber den Frachter abschotten wegen der Piraten. Scheiße, Mann. Dazu ist keine Zeit mehr. Meine kleine Tochter ist schon ohnmächtig. Wenn du schon solche Angst hast, dann nimm eben das Wertvollste mit. Aber beeil dich, Compadre. Sonst geht mir drauf. Bin unterwegs, Hank. Halten Sie durch. Ich folge Ihren Wegbeschreibungen. Schließen Sie Ihre Familie an die Atmungssysteme Ihrer Smartsuits an. Mach! Mach! Schnell! Das geht ja sehr gut los. Also, mit diesem Intro, was wir gerade gesehen haben, können sich meiner Meinung nach sehr, sehr viele Spiele mal eine richtig fette Scheibe abschneiden. Das war einfach teilweise so tiefgründig, wie er über sein Leben erzählt hat. Was genau passiert ist in seiner Vergangenheit, was seiner Familie alles zugestoßen ist und welche Ziele er jetzt verfolgt. Also richtig klasse erzählt. Finde ich total super und genial vertont. Aber das ist auch nur der Anfang. Es wird noch besser. Ich weiß gar nicht, ob ich das eben gerade erwähnt habe. Ich bin jetzt schon wieder total geflasht. Ist ein Half-Blind-Projekt. Ich habe es seit wirklich Jahren nicht mehr gespielt. Ich habe es jetzt mir vor kurzem wieder mal... gekauft bei Steam. Ja. Ist, glaube ich, noch recht neu bei Steam. Und dachte, okay, Nostalgie und so, ne? Dann musst du es mal wieder zocken. Und ist ein Half-Blind-Projekt. Ich kann mich wirklich kaum noch an irgendwas erinnern. Also, ich weiß, dass ich es bis zu einer bestimmten Stelle gespielt habe. Wenn ich die Stelle erreiche, ich weiß noch welche das war, dann sage ich Bescheid. Aber alles, was da bis dahin ist, das ist entweder vergessen oder es wird wieder ein Aha-Effekt kommen. Oh, das ist mir wieder auch eingefallen. Ah, okay, das war scheiße oder das war klasse.
Ein Spiel der Gefühle quasi. So, auf der Brücke ist nichts. Wir können jetzt hier die einzelnen Sektionen der Harvester anklicken, um zu schauen, was für Möglichkeiten wir hier haben, was für Optionen wir hier haben. Hier können wir die Konsole. Die Konsole war. Genau, da können wir jetzt höchstens speichern etc. Dock zeigt uns hier unsere derzeitige Position in der Tornadozone an, in der Atlantischen Föderation. Okay, da ist der Notruf. Wir befinden uns derzeit im Chile-Becken. Okay, dann mal hin, würde ich sagen. Aufgabe, Notruf von Hank Bellows verfolgen. Navigationspunkte anfahren, den Canyon durchsteuern. Alles klar. Machen wir. Finde ich übrigens sehr, sehr gut kartografiert. Ich weiß nicht, also ich kann mir vorstellen, es spielt glaube ich so im Jahre 2666 oder auch noch ein bisschen später, bin mir nicht so ganz sicher. Ob das jetzt wirklich richtige Aufnahmen sind, Unterwasseraufnahmen von irgendwas oder irgendwas Verändertes. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall sieht es richtig cool aus. Also mir gefällt es schon. So, ab geht's raus. Wir haben leider nicht mehr die Zeit gehabt, das Schiff abzuschotten. Da ist unser Scout. Ah ja, die Musik war noch. Die fetzt. Ja, und jetzt bekommen wir nochmal einen richtig guten Einblick. Bekommen wir nochmal einen richtig guten Einblick hier über die Unterwasserwelt Aqua. Die von der zu Zeiten der Ozeanisierung halt natürlich durch die Menschheit bevölkert wird und dank der vielen Wissenschaftler, die sich aufgrund dieser Ozeanisierung in vieler Hinsicht auf Tiefseeforschung und Tiefseetechnologie spezialisiert haben, konnten dadurch die Menschen einfach ihr Überleben in diesen Tiefen sichern. Tiefsee ist das jetzt für mich nicht wirklich, weil sonst würden wir da oben die Sonne nicht mehr sehen. Scheint aber gutes Wetter zu sein. Gut, für eine Tiefsee ist es ein bisschen farblos. Und den Schrott, den können wir ja auch vernichten. Muss nicht gegendonnern. Aber ihr dürft auch nicht vergessen, das ist aus dem Jahre 2002. Auch wenn es ein bisschen farblos ist. Man könnte sich natürlich ein bisschen mehr. Man könnte hier Tierschwärme, beziehungsweise Fischschwärme. Ja, ich bin unterwegs, Mann. Noch mit hier rein implementieren, irgendwelche Algen. Also man hätte es natürlich schöner machen können. Aber wie wir vielleicht auch aus zahlreichen Dokumentation aus dem Fernsehen wissen, wie ist es natürlich auch sehr realistisch, dass es solche öden Felsformationen auch in der im Meer gibt. Ist ja klar. Und ja gut, da sind doch ein paar Pflänzlein. So, wir haben hier übrigens auch wunderbar hier diese geile 3D-Karte. sehr, sag ich mal, zweifarbig. Also Landschaft wird gelb, dunkelgelb dargestellt, der Weg bzw. der Canyon wird dunkelgelb dargestellt, ihr seht hier die Schlucht auf der Karte, Gebäude werden blau dargestellt und man kann minimal sehen, diesen weißen Strich in der Mitte, das stellen wir da. Also es gibt so blaue Striche, grüne Striche, weiße Striche, rote Striche, logischerweise Feinde, blaue Striche zeigt unseren ersten Nav-Punkt an. Also unten auf der 3D-Karte so ein bisschen blinkt. Kurz zu den Anzeigen. Wir haben ganz links unsere Schilde. Ihr seht ja vier Balken um einen blauen Balken rum. Zeigt quasi die Schilde, auf welcher Seite des Schiffes sind. Ne? Also wir haben hier einmal Heck und den Bug. Plus die linke und rechte Außenseite. Steuerbart, genau, den Steuerbart und den Backbart. Backbord und Steuerbord, so. Dann haben wir hier noch die Geschwindigkeit, SPD, ich weiß jetzt nicht, was das heißt. Und die Tiefe, ich glaube, das heißt DPTH, heißt irgendwas mit Tiefe. 2721. Keine Ahnung, welche Maßeinheiten das sind.
Noise heißt, glaube ich, Geräusch, ne? Glaube ich. Und dann haben wir rechts. Was das genau mit den Geräuschen auf sich hat, bin ich mir noch ein bisschen unsicher. Wir haben auf jeden Fall rechts, seht ihr, Vendetta, das ist unsere derzeitige Waffe. Wenn wir Enter drücken, haben wir den Torpedowerfer. Dafür haben wir aber leider derzeit keine Munition. Buzzer sind quasi Flares, wie beim Flugzeug. Also, um wärmesuchende Raketen abzulenken. Und dann haben wir noch S-E-N-G-E-N-G. Ich glaube, das ist die Munition für irgendwas. Aber ich glaube, das erste oben, S-E-N, ist die Munition für die Vendetta. Aber sicher bin ich mir nicht. Wie auch immer. Wir haben den Nachpunkt erreicht. Hank Bellows hat sich leider als Pirat entpuppt. Ja, das Ding ist, ich krieg den nicht. Wenn wir gut sind, dann gibt es noch eine Möglichkeit, Hank Bellows auszuschalten. Problem ist nur, dass die Steuerung sehr, sehr schwammig ist. Ich habe sie schon so gut wie möglich eingestellt, ist aber wirklich sehr, sehr schwammig. Wir werden, glaube ich, auch überwiegend die... Oh Gott. Tja, das passiert, wenn man das Schiff nicht abschottet vor den Piraten. Nun haben wir das Problem, dass wir geentert werden, obwohl wir nur jemandem helfen wollten, der sich letztendlich als Pirat entpuppt hat. Ärgerlich. Ärgerlich. Okay, so langsam komme ich mit der Steuerung klar. Warte mal, ich muss jetzt hier mal Navigationspunkt ansteuern. F, G... Müssen wir mal kurz mit der XY Kompensatoren deaktiviert. Nun können wir halt, wenn wir das drehen, wenn wir die ausschalten, dann können wir auch Drehungen machen. Oh Gott. Gott, okay, mir wird schwindelig. Ich schalte die mal wieder an. Was dieses blaue Symbol hat. Heißt, weiß ich nicht. Also ich glaube, dass wenn wir zu weit oben hingehen, das Symbol heißt, wir dürfen nur eine maximale Höhe erreichen mit dem Scout. So, da ist der Harvester, unser Schiff, das natürlich geändert wurde. Geile Scheiße. Riesenschiff übrigens, ne? Okay. Das heißt, wir können jetzt hier... andocken. Machen wir einfach mal. Autopilot aktivieren. So. Nun haben wir hier unsere Beute, die wir nicht haben, aber wir haben das erfüllte Missionsziel zurück zum Frachter. Ja. So viel dazu. Okay. Harvester, Frachter der Drake Enterprises. So, nun haben wir noch einige, mehrere Sektoren hier freigeschaltet bekommen. Nun sind also Piraten auf unserem Schiff oder wer auch immer. Und das geht natürlich gar nicht. Ich würde sagen, wir müssen erstmal mit diesen Hyopels sprechen. Als erstes haben wir Amitab. Was willst du, Mart? Vielleicht eine Antwort? Falscher Ort, falsche Zeit. Jedenfalls für dich, Mart. Ja. Vorerst. Vorerst, mein Lieber. Was haben wir denn hier in der Messe? Stony! Hey, da ist ja Captain Cool persönlich. Schrecken der Meere. Bist du ein Angeber oder ein Abgeber? Was? Was bin ich? Na, ein Händler oder ein Verlierer? Warte,
Lass mich raten. Beim Schulausflug verloren gegangen? Ich bin einem SOS gefolgt. Hier? Ich klär dich mal auf, Landratte. Wer es schafft, in dieser Gegend noch ein SOS abzusetzen, kann nur ein Pirat sein. So geht das. Das ist Hank Bellows Revierquappenhirn. Wir haben nur die Gelegenheit genutzt und dich geentert. Was um alles in der Welt wollt ihr? All dein Gold. Ich hab kein Gold. Mein Name ist William Drake. Ihr seid Bellows Leute? Wir? Verdammt, Bellows ist ein Creep, Mann. Wir sind Schiffbrüchige und du bist unser Retter. Der keine andere Wahl hat. So ist das nun mal im Ritterbusiness. So geht das, Mann. Rette einem Arsch das Leben und als Dank furzt er dir ins Gesicht. Ja, nun haben wir den verrückten Stoney kennengelernt. Er ist ja, sein Name ist Programm, würde ich mal meinen. Also wenn er jetzt noch einen Joint in der Hand hätte, dann würde er seinen Namen alle Ehre machen. Oh, jetzt haben wir noch die heiße Angelina hier. Wo wolltest du eigentlich mit deinem Frachter hin? Meine Familie ist tot. Ich wollte einfach nur mal was von der Welt sehen. Na prima, ich gebe dir einen Tipp. Mit geschlossenen Augen wird das ziemlich schwierig werden. Danke für den Tipp. Kannst du sonst wohin stecken, Lady? Mannschaftsraum A. Wen haben wir denn hier? Melling, die ist noch ein bisschen heißer. Was willst du, Süßer? Reden. Lass uns reden, wenn ich ausgeschlafen bin. Wir sind alle am Ende. Was ist denn genau passiert? Das erklärt mir natürlich auch keiner. Müllschleuse. Animal. Ah! Das verfluchte Licht! Entschuldige. Verschwende! Gut. Konversation beendet. Wir haben hier noch Fuzzy Head. Du hast ein gutes Herz, Junge, aber eine weiche Birne. Das SOS hätte dein Leben kosten können. Dieser Pirat war aber nicht besonders fit. Ja, solange Bellows säuft, ist er nicht schlimmer als eine Seeanemone. Aber wenn er nüchtern ist, pass auf. Danke für den Tipp. So, Ausrüstung. Nee, erstmal würde ich sagen, wir speichern hier mal. Wir speichern mal diesen Punkt hier. Zack, zack, zack. Zurück zur Ausrüstungskonsole. So, nun haben wir hier im Depot gar nichts. Aber wir haben jetzt zwei Stanley-Torpedos, die einen kinetischen Schaden machen von 4000 Megajoule. Ja. Buzzer haben wir noch zwei. Ich glaube, wir können insgesamt vier haben. Generatoren haben wir einen Small Block. Da ist nichts spezial, auch nichts. Okay. Hangar-Konsole zeigt uns unser derzeitiges Schiff, die Salty Dog, also unser Scout. Die beste Freundin des hart arbeitenden Seemanns. Vielseitig verwendbar, zuverlässig und zäh. Okay. Zurück zur Brücke. Was willst du? Wie wär's mit einer Erklärung? Was machen Sie hier? Warum haben Sie mich geentert? Warum? Keine Alternativen. Es ist alle etwas wortkarg. Schau an. Ni Hao, Captain. Du kommst aus dem Shogunat? Ja, dort werde ich gesucht. Ich habe nicht im Takt getanzt. Werdet ihr mich umbringen? Du hast ein paar gesunde Hände. Wenn du dich nützlich machst, passiert dir nichts. Ich möchte wissen, wo ihr hin wollt. Dem Bowsprit nach, Mann. Immer Amitabs Nase folgen. Und wohin führt die uns? Hoffentlich nach Atacama City. Dort warten Lindy, Mary und Juanita auf mich, Mann. Das ist natural, cool. Dort ist das Wasser am dicksten. Das Leben, Daddy-O. In jedem Hafen mindestens drei Bräute, Mann. Was wird aus mir? Pass auf. Das hier ist die Tornado-Zone, Mann. Amitab wird sich bei Iron Kings Leuten einschleimen. So läuft das. Eine Hand wäscht die andere. Ein Tipp. Zeig dem Alten, dass du Coronis hast. Eier, Mann. Amitab sieht gerne, wenn eine Sprotte wie du sich beweist. Sei natural. Kooperativ. Was in aller Welt soll ich denn beweisen? Dass du Feuer im Rohr hast, Buddy. Hab gehört, bei Lima 2 machen ein paar Terror-Touris Stress. Die klauen zu Hause irgendwelche Boote und machen Putz. Eine gute Gelegenheit zu zeigen, was du drauf hast. So geht das, Mann. Ich bin dabei. So, also haben sie unser
unser Schiff geändert, ja? Warum auch immer? Weil sie anscheinend keine andere Wahl hatten. Wir haben auf jeden Fall einen Verrückten. Wir haben ja einen. Wir haben zwei Verrückte. Wir haben eine Gesuchte und ein totaler Mischmasch. Aber nun soll auch noch bezeigen, dass wir quasi Eier haben. Cojones. Mart auf der Brücke, jetzt kannst du beweisen, ob du eine Harpune in der Hose hast. Aber wieso? Ich hab's nicht nötig, was zu beweisen. Was du nötig hast, bestimme ich. Sag mir, was macht eine Quappe wie du alleine auf so einem Frachter? Ist der Kahn nicht ein wenig zu groß für dich? Es ist der letzte Frachter meiner Familie. Er hat automatische Beladungs- und Löschsysteme. Blödsinn! Du hast keine Fracht an Bord. Was also machst du? Na schön, wollte eben mal was von der Welt sehen. Klein Willy will die Welt sehen, aber die Welt macht ihn bluten. Dort drüben terrorisieren ein paar besoffene, vollgedröhnte Neopolis-Terror-Touristenpfeifen Lima 2. Schlage vor, du bläst denen mal ordentlich die Rohre frei und hilfst ihnen beim Abtakeln. Okay, gut. Warum nicht? Wie sieht die Alternative aus? Stahlblank und scharf wie mein Messer, Junge. Und komm nicht auf die Idee, abzuhauen. Ich weiß nicht warum, aber Ned will, dass du bei uns bleibst. Also los, blow the man down. Stoney wedelt vor Freude schon mit dem Schwanz. Ei, Skipper. Das wir erweisen den Leuten hier einen Dienst, indem wir Parasiten verscheuchen. Und du erweist mir einen Dienst, wenn du da rausgehst und feuerst. Ach, und noch was, Mann. Die Zone spuckt immer wieder was Feines aus, wenn man diese ELF-Knotenpunkte schützt. ELF, was heißt das noch? Keine Ahnung. Aber auf jeden Fall, wir sollen beweisen, dass wir eine Harpune in der Hose haben. Stoney wedelt vor Freude schon mit dem Schwanz und wir sollen den ordentlich die Rohre freiblasen. Also zweideutiger geht's doch bitte nicht mehr, oder? Wie auch immer. Die Crew ist müde und verzweifelt. Wenn dir Stoney droht, achte einfach nicht auf ihn. Das sagt sich so leicht. Das Einzige, was du an ihm fürchten musst, ist seine große Schnauze. Danke. Okay, gehen wir mal zum Dock und damit zu Lima 2. Terror bei Lima 2. So, Aufgabe. New Yuppies. Bei Lima 2 ausschalten. Funkanweisung von Amitabh folgen. Taktischer Hinweis. Stoney Fox und Mei Ling passen auf. Roger, Roger. Tippstation Lima 2 wurde vor wenigen Stunden evakuiert. Möglicherweise finden sich bei genauerer Durchsuchung nützliche Gegenstände. Okay, dann müssen wir die Station mal ein bisschen genauer durchsuchen. Roger, Roger. Auf geht's. Was natürlich auch noch sehr interessant ist. Moment, ich glaube, es kommt erst noch ein Gespräch. Ihr habt die Daten des nächsten Nachtpunkts bei Lima 2. Macht, dass ihr dahin kommt. Sieht aus wie der Mars unter Wasser, oder? Wo ich gerade diese ganzen Algen hier sehe, oder was hier rumschwimmt. Was mir natürlich noch sehr interessiert, was es genau mit diesen Wesen auf sich hat, die wir im Intro gesehen haben. Okay, da vorne seht ihr einen Grünstrich, das ist, glaube ich, Mei Ling, ja. Genau, mit E können wir die als Ziel erfassen. Ja, okay. Zeigt die Entfernung zum Ziel und die derzeitige Geschwindigkeit. Plus natürlich die Gesundheit. Weiter im Norden haben wir dann Fox, Stoney. Oder Stoney Fox. Alright. Okay, wir sehen hier gerade vor uns beim Nachtpunkt. Ja, sehe schon. Kannst du immer noch. Hallo? Ist der andere? Da. Frontseite ist ein bisschen beschädigt. Deine Rettungskapsel? Nee, 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 nicht wirklich. Halt bloß die Schnauze. Vielleicht findet ihr da noch was für unseren Frischling. Er schießt sich langsam ein. Okay, ich möchte mich hier aber noch mal ein bisschen umschauen. Zu weit runter lieber nicht.
Also hier soll... Wir können es hier noch ein bisschen umschauen. Also bei Station. Bei der Station, meinte er, ja? Mann, Alter, die Station ist scheiße groß. Woran kenne ich das? Sind das Kisten, die im Wasser schwimmen? Ich habe keine Ahnung. ELF-Knotenpunkte. Was ist dann ein ELF-Knotenpunkt? Habe ich Licht? Ja, schon angeschaltet. Sehr schwaches Licht. Nur Gewächse, aber... Das ist eine scheiß große Station, Mann. Darauf darf ich nicht feuern, weil wenn ich das mache, dann passiert... Das ist Friendly Fire. Mi, 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 mi. So. Ich habe keine Ahnung, Leute, ne? Woran man das erkennen soll. Wird halt auch nichts auf der Karte angezeigt, das ist das Ding. Ist das sehr versteckt oder ist hier vielleicht gar nichts? Ich habe keine Ahnung, aber umschauen kostet ja nichts, ne? Warte, was? Relay? Tank. Los jetzt, Quappenfotz! Mach Schrott aus dem Scout! Ja, hat mich schon erfasst. Nein, funktioniert sie nicht. Was soll ich denn machen? Ich hab den noch zerstört. Halt mir, Schwätzer. Seht euch beim nächsten Nachtpunkt um. Wie ein alter Mann pinkel, Alter. Die hat Früchte drauf, ja. Sprüche drauf. Vielleicht auch ein Früchtchen. Sie hat gar nichts. Irgendwelche Relays. Relay, Relay. Ich sehe hier nichts. Okay. Weil ich allerdings jetzt weiß, was kommt, gehe ich mal zum Stanley Torpedowerfer über. Ich sehe hier nichts, ne? Absolut nicht, Leute. Das ist der ATL Neo-Juppie. Wir haben aber hier noch irgendwo einen. Warte mal, was ist der? Zeig, was du drauf hast. Das sind Killer. Genau, der Gorgone. Das ist ein scheiß Bomber. Wir ziehen uns erstmal zurück. Lass ihn. Da muss er alleine durch. Ich weiß nicht. William ist so ein Süßer. Ja, bitte! Nein, der hat recht. Das schafft er gerade nicht. Daneben. Wart nach, Mann. So, jetzt geht drauf. Mach ich. Wehe, du feuerst. Oh, alter Vater. Bombe. Ja, Bonusziel zerstört. Alter Vater. Genau, haben wir ihn doch. Der nächste. Den haben wir auch. Noch wer? Alter, ist das noch? Nee, es ist kein Bomber. Okay, wir haben nur noch drei Gesundheitspunkte auf der Frontseite. Da müssen wir ein bisschen aufpassen. Haben wir auch. Der nächste. Da. Der gehört mir. Hab ich. Guten Job, Willy. Die Steaks sind gegrillt. Yeah.
Schluss jetzt, das reicht, Leute. Touch and go, Willy. Melde mich gleich zurück. Ja. Okay. Aber Beute finde ich hier immer noch nicht. Aber wir haben auf jeden Fall ein Bonusziel erhalten. Unser Schiff ist leicht beschädigt, kann man sagen. Okay, wir können jetzt aber auch den Autopiloten ja aktivieren. So, mal schauen, was wir bekommen haben. Okay, erfüllte Bonusziele. Neo-Yuppie-Bomber zerstört. Wir haben zwei Torpedos bekommen. Nee, ja, zwei verschiedene Torpedotypen. Einmal den Thrasher Shark und nochmal zwei Stanleys, drei Thrasher Sharks. So, wir haben die Vendetta Sniper, zwei Buzzer, eine Keramikpanzerung und zwei Stanleys noch. Geile Scheiße. Harvester. Frachter der Drake Enterprises. Okay, wir gehen jetzt als erstes mal zum Dock. Nicht der Dock, ihr wisst schon, was ich meine. So, wir haben hier einmal die Ausrüstungskonsole. Und nun können wir einmal die Vendetta Sniper hier unserer Ausrüstung hinzufügen. 200. Ja, macht schon um die 60 Schaden mehr. Hat aber eine Nachladezeit von 3 Sekunden. Das ist schon mal. Ja gut, solange es den Schaden halt, ne? Wettmacht, dann haben wir die Stanley und den Treasure Shark. 6000 Megajoule. Wendigkeit Mittel. Ortung passiv. Okay. Da wir aber nur wenig Stauraum haben für unsere Torpedos, ich glaube, weil wir auch zu viele Buzzer drin haben. Wir nehmen mal zwei mit. Und dann können wir, glaube ich, noch einen Stanley mitnehmen. Nee, geht auch nicht. Okay. Dann nehmen wir gleich alle mit. Generator, Smallblock, Reparatur. Können wir nichts reparieren. Aber wir haben hier nochmal eine Keramikpanzerung. Die kinetische Panzerung um 1000 Megajoule. Heißt das Megajoule? Ich weiß es nicht. Erhöht. Gut, das haben wir. Was ist das da? Keine Ahnung. Schiff. Okay, dann haben wir das. Ich hoffe, ihr wart beeindruckt. Ned, sag mal was. Beziehungsweise Amitab, sag mal bitte was. Hey, hey, blow the man down. Du hast dir gerade einen weiteren erbärmlichen Tag deines Lebens erkauft, Willy. Hast es gemerkt, was? Schiffe der Atlantischen Föderation sind schnell. Zu schnell für ihre Manövrierfähigkeit. Danke, Skipper. Aber was ist mit Stoney? Ab und zu kriegt er einen Rappel. Seine Alleingänge enden immer im völligen Chaos. Der Junge ist mit dem Kopf zuerst auf diese Welt gekommen. Flutsch, rums, autsch. Was soll ich jetzt tun? Fazierhead ist unser Auf- und Abräumkommando. Er räumt das Schlachtfeld auf und birgt, was noch brauchbar ist. Hände aus Gold. Geh und hol dir deinen Harry ab. Meinen was? Ach, deine Beute, Kindskopf. Wenn wir meinen Harry abholen. Okay, machen wir. Messe. Unser Fight hat Spaß gemacht, Kleiner. Niemand kann einfach zusehen, wie ein paar Spinner eine Station überfallen. Vergiss es. Bleib in meiner Nähe, ja? Wir beide sind ein gutes Team. Wieso? Wie meinst du das? Denk nach, Xiao Long. Du und ich. Oh Mensch, William, bist du noch Jungfrau? Keine Erfahrung mit Frauen gemacht? Oh. Wird's mal Zeit, jetzt hast du hier richtige Beute an Bord. Okay, wir haben hier nochmal. Ey, Ned. Du bist schnell, Drake. Eine gezogene Waffe. Hä? Danke. Ohne Munition. Noch. Ja, wir entwickeln uns ja. Gut gemacht, Drake. Ich sehe in deinen Augen Tapferkeit, aber auch... Was? Rastlosigkeit. Sieh dich vor. Und was ist mit Stoney? Er ist verschwunden. Das Übliche. Wir können ihn nicht an die Leine legen. Je länger er weg ist, umso schlimmer Amitabs Moral predigt. Amitab hat eine Moral? Das wundert mich aber. Wundere dich nur. Das ist ein guter Anfang. Ja, man ist auch ganz süß, ne? Du hast die Qual der Wahl. Na gut, Müllschleuse. Animal, hast du was zu sagen? Woher kommst du? Was willst du? Ich? Das ist mein Schiff. Verzeihung, dass ich nicht ins Dekor passe. Oh,
Ich gehe dann mal. Der ist drauf, ey. Ah, Wack and Willy. Nicht schlecht geschlagen, Junge. Ja, ja, Überfälle werden immer häufiger. Was wollten die auf Lima 2? Ihren Spaß. Terrortouristen aus dem übersatten Neopolis. Sie brauchen den Kick. Als wir noch in Neopolis wohnten, gab es sowas nicht. Ach, Aqua wird älter, Drake. Und mit jedem Jahr hässlicher. Aber jetzt hör zu. Amitabh hat's gerne, wenn wir nicht alle Frachter, denen wir begegnen, kaputtballern. Wenn du sie nur mit einer EMP-Waffe lahmlegen kannst, kann ich raus und jede Menge Beute holen. Wir brauchen diese Ausrüstungen. Muni, Waffen, Credits. Das kriegen wir schon hin. Solange der Beute aber rausspringt, immer sehr gerne. Zurück zur Brücke. Und es gibt immer noch keine Alternative? Wie lautet dein voller Name? William Drake. Drake. William Drake. Von den Neopolis Drakes? Ja, ja. Meine Mutter ist gestorben und... Halt dich an Amitabh, nicht an mich. Okay, anscheinend ist da irgendwas in Bezug auf den Drakes passiert. Was ihn, glaube ich, etwas, sagen wir mal, seine Laune etwas runterkurbelt. Warum auch immer. Drake, das Leben meines Abenteurers ist hart und kostet Credits. Wir haben einen Notruf aufgefangen. Ich habe schlechte Erfahrungen gemacht mit Notrufen. Erfahrungen? Was weißt du schon von Erfahrungen, Süßwassersäufer? Weißt du, was Crawler sind? Es heißt, sie sind Menschenfresser, Piraten, Mörder. Mit einem Wort, Animal. Animal ist Crawler. Aber wir haben ihn fast gezähmt. Jetzt sind seine Kumpels in der Nähe und halten so ein Forscherweib eingekesselt, das unablässig SOS funkt. Aber wieso ausgerechnet eine Forscherin? Sie halten Forscher wie Sklaven, um ihre beschissene Technologie zu verbessern. Brackwasser. Mayday muss auch mal wieder raus Blut schnuppern. Denk dran, jedes Schiff, das du nur lahmlegen kannst, wird von Fuzzy nachher ausgeräumt und bringt uns eine Menge Ausrüstung. Und dann? Na, wir hauen diese Makina-Forscherin da raus. Die steht für eine Menge Credits. Drake, Angelina und Mei Ling, ihr greift die Crawler an. Denk an die Vendetta-Sniper. Sie hat eine Reichweite von knapp 500 Metern. Jawohl, natürlich. Geht klar. Hört ihr mich? Verdammt, hier spricht Dr. Finch von der Taparabo. Holt mich hier raus, dafür gibt's eine Menge Geld. Oh, wie ich das hasse, niemand stiehlt mir ungestraft die Zeit. Merkt euch, die Crawler benutzen eine Abart der Standard-Plasma-Waffen. Holt mich hier raus, das ist ein SOS der Alpha-Klasse. Wer nicht hilft, kommt vors internationale Kriegsgericht. Ihr müsst mich und meinen Transporter hier rausschaffen. Müssen wir? Na gut, ausnahmsweise. Solange es Geld gibt, soll es so sein. Haben wir jetzt noch was zu sagen? Doc. Okay. Dr. Finch im Atacama-Graben. Nahe Lima 1. Okay, Scavenger Entry Point. Ja. Wir machen jetzt den Cut. Beim nächsten Mal werden wir uns natürlich um das SOS-Signal kümmern. Und Dr. Finch versuchen natürlich rauszuholen und natürlich aber auch versuchen mit der EMP-Waffe einige, haben wir überhaupt schon eine EMP-Waffe? Ich weiß es gerade gar nicht. Einige Boote, sag ich mal, manövrierunfähig zu machen, damit sie später, ja, sag ich mal, ausgebeutet werden können. Und ja, ich bin schon sehr gespannt, wie es weitergeht. Also wie ist euer Eindruck zu Aquanox 2? Wie seht ihr das Spiel? Was hat das für einen Eindruck? Ne? Könnt ihr mir mal irgendwas in die Kommentare schreiben? Würde mich sehr freuen. Natürlich auch gerne einen Daumen nach oben. Würde mich nochmal freuen. Und wie sogar. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Aquanox 2 Revelation. Haut rein, bis dann und ciao.